Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. Ja, wir haben in der letzten Folge eine schöne Schlucht gefunden, weil da das Inventar ziemlich voll ist. Würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Ja, ich habe hier so ein paar Mods mit dabei hinzugefügt, und zwar für die Zauber-Mod so ein paar kleine Add-ons, die ich gefunden habe. Und halt eben Xaros Minimap, dass wir jetzt zum Beispiel hier die Schlucht auch ganz schnell wiederfinden, wenn wir mal wiederkommen. Denn ich sag so, wir werden auch irgendwann mal wiederkommen. Jetzt muss ich nur den Ausgang wiederfinden. Mal schauen, wo ging's lang? Einfach den Fackeln mal nach. Da leuchtet noch irgendwas, also denk mal, da müssen wir irgendwo hin, die Ecke. Also es sieht derzeit danach aus, kommen immer mal etwas länger, ein paar Tage nicht auf, schon weiß man nicht mehr, wo man ist. Die schönen Eisen mitnehmen, weil das brauchen wir irgendwann. Jetzt mal gucken, wo endlich der Ausgang ist. Fackeln gehen. Mal schauen. Geht es hier genau lang? Also das sieht nicht unbedingt gerade danach aus, wie der richtige Weg. Ich glaube, wir laufen hier gerade im Kreis. Ja, wir sind erfolgreich im Kreis gelaufen. So, dann erstmal eben kurz überlegen. Wir kamen von hier unten. Da. Ganz auf alle Fälle nicht weit. Warte, da liefen ja Fohlen hin. Hier entlang, da sind keine Fackeln. Also ich muss ja schon aus dieser Richtung hier kommen. Ich weiß, irgendwo war auf alle Fälle Wasser. Fast wären wir auch noch gestorben. Warte.
Ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Schlauste gewesen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt der offizielle Weg, aber ich glaube, damit kommen wir nach oben. Okay. Oh, wir haben schon zwei. Hey, zwei Stacks Eisenerz haben wir schon voll. Mal schauen. Hier ist eine große Schlucht. Ah ja, okay, ich verstehe. Da steht hier gerade noch was gesehen. So langsam müssen wir aber mal wirklich einen Ausgang hier finden. Jetzt eigentlich nicht unbedingt vorgehabt, einfach stumpf nach oben zu buddeln. Mal schauen. Sackgasse. Da ist nicht. Ja, ich glaube, wir müssen wohl oder übel. Aber ich glaube, glaub nicht, dass die Spitzhacke es bis dahin durchhält. Aber ja, wir haben ja noch alternativ. Holzspitzhacke dauert dann halt ein bisschen länger, aber es war jetzt ziemlich duster. Wahrscheinlich kann niemand wirklich was erkennen, aber da müssen wir jetzt ausnahmsweise mal durch. Ah ja, verstehe. Von wo aus graben wir uns dann weiter? Auch hier haben wir ein bisschen weniger an Höhe.
Ja, wir sind gleich durch. Oder auch nicht. Das dauert doch wohl noch ein bisschen länger. Wir sind durch. Höhe 56, das kann eigentlich gar nicht mehr lange dauern. So, gleich haben wir es. So. War zwar überhaupt nicht geplant, aber das musste jetzt sein. Da haben wir jetzt Gera. Schön. Und jetzt mal eben kurz den Weg nach Hause suchen. Mal schauen. Ach, das ist ja. Ich wäre jetzt fast in die verkehrte Richtung gelaufen. So. Dann heißt es jetzt, können wir mal eben einiges an hier. Ich mache uns mal eben noch eine Truhe, weil dann können wir ein bisschen mehr hier irgendwo von unserem ganzen Müll hier reinschleppen. Einfach erstmal alles rein. Kann man nachher mal gucken. Später mal gucken, dass man das vielleicht mal ein bisschen sortiert. Weil das Eisen jetzt nehme ich mal mit. Gold jetzt nehme ich mal mit. Das kann halt erstmal so bleiben. Stimmt. Dann nehme ich nochmal eben mit. Ja, dann können wir uns nochmal eben kurz um die Felder kümmern. Ey, fast drei Sticks. Zuckerrohr ist auch gut gewachsen. Hier kommen ein paar Möhren hin. Okay, dann einfach mal ein ganzes Stück Eisen jetzt. Machen wir uns mal die fehlenden Rüstungsteile. So, damit sind wir auch schon mal ausgerüstet. So. Dann haben wir noch ein ganzes Stück an
Werkzeug. Okay, also jetzt kann ich nochmal was Neues reingeben. Ja, und ich würde dann sagen, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.